Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sollen Professor Lockharts Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste besuchen und ein Anhaltspunkt bietet sich hier. Ich würde auf den höchsten Turm von Hogwarts klettern, um Professor Lockharts Unterricht besuchen zu können, nicht bloß in den dritten Stock. Also, die Weiber sind alle ziemlich hinter ihm her. Dieser Hinweis, wo sich Professor Lockharts Unterricht befindet, den kriegen wir nicht nur von diesem liebeskranken Mädchen, sondern auch von unserem Plan. Hier ist das Klassenzimmer, hier ist das Büro. Wir müssen natürlich ins Klassenzimmer. Dritter Stock. Sollte jetzt kein großes Problem sein. Vielleicht können wir auf dem Weg dorthin nochmal kurz den zweiten Stock ein bisschen durchsuchen. Um vielleicht doch noch einen Geheimgang ausfindig zu machen. Im ersten Stock hatten wir ja schon einen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist der erste Stock. Hier ist der zweite. Ja, und da hatte ich ja immer einen in den fünften. Und das irritiert mich halt, dass der nicht mehr da ist. Allerdings, der im ersten Stock, den gab es, glaube ich, im letzten Teil auch nicht. Also, die Geheimgänge sind wohl irgendwo anders. Das sieht doch sehr vielversprechend aus hier. Nö, da ist nichts. Und hier? Auch nicht. Was haben wir denn hier für Räume? Da ist eigentlich nirgends was zu sehen. Am auffälligsten sind hier diese Statuen. Kann ich gerne nochmal angucken, aber ich habe so das Gefühl, dass da echt nichts zu holen ist hier im zweiten Stock. Merkwürdig. Nee. Halt, da geht's nach unten. Okay. Ja gut, vom ersten in den vierten ist schon mal besser als nichts. Es gab auch, glaube ich, mal einen vom Kerker in den fünften. Der war auch nicht schlecht, aber da hatte ich privat auch geguckt, den habe ich auch nicht gefunden. So, jetzt sind wir hier im dritten Stock. Hier geht es dann gleich zum Unterricht, aber auch hier möchte ich mal kurz die Vorhänge untersuchen. Naja gut, ab in den Unterricht. Oh, verstörende Musik. Ich bin Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin, fünfmaliger Gewinner des charmantesten Lächelnpreises der Hexenwoche und euer neuer Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich aber genug über mich gesprochen. Vielleicht möchte jetzt einer von euch über mich sprechen. Ja. Ist ganz verrückt, dass ich selbst was. Keiner? Naja, dazu haben wir später noch genug Zeit, besonders in den mündlichen Prüfungen. Es ist meine Aufgabe, euch gegen die heimtückischsten Geschöpfe zu wappnen, die die Zaubererwelt kennt. Vor Kreaturen wie diesen zum Beispiel. Was sind das für Wesen? Wichtel aus Cornwall natürlich. Bitte nicht schreien, das ermutigt sie nur. Die sind doch nicht gefährlich, oder? Oder wäre ich mir nicht so sicher. Sehen wir mal, wie ihr mit ihnen klarkommt. Was war das? Habe ich keine Nachricht gekriegt? Moment. So, Entschuldigung. Ja, Vorsicht. Genau, und jetzt gibt es ein neues Minispiel. Wir dürfen nämlich Wichtel einfangen. Super. Nur die Ruhe, meine lieben Schüler. Treibt sie zusammen. Ist doch kinderleicht. So macht man das. Pesgewichteli Pestanomi. Ich muss leider weg. In eine Spiegelfabrik. Ich sitze in der Jury bei einem Schönheitswettbewerb. Der Unterricht ist beendet. Ganz toll. Wir können sie nicht einfach laufen lassen. Sie werden die ganze Schule in Schutt und Asche legen. Aber was sollen wir tun? Du brauchst jetzt nicht mehr die Hand zu heben, wenn du etwas sagen möchtest. Oh, klar. Wir fangen sie einfach wieder ein. Ja, und so funktioniert das. Fang so viele Wichtel wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Zauberstab mit dem Steuerkreuz über den Bildschirm bewegen. A-Knopf gedrückt halten, um den Zauber aufzuladen. A-Knopf drücken, sobald ein Wichtel von einem Zauber getroffen wurde. Fange mit jedem Zauber mindestens zwei Wichtel, um Bonuspunkte zu erhalten. Zu erhalten, nicht zu unterhalten. Er ist ein bisschen wie Moorhuhnjagd. Es ist nicht schwer, aber mehrere habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Jetzt habe ich mal zwei geschafft, okay. Ja, das war jetzt nix.
Ja, man kann nicht so gut navigieren hier mit dem Steuerkreuz. Also kann man wahrscheinlich schon, wenn man ein Steuerkreuz hat, aber ich habe hier nur eine Tastatur. Ja, okay, das war jetzt nicht so toll. Aber immerhin. Tu mir nicht weh. Ich. Oh, Harry, Ron, Hermine. Sie haben die Wichtel alle wieder eingefangen. Sehr schön. Sie sind jetzt alle wieder im Käfig. Die Gefahr ist gebannt. Gute Show. Ich bin zurückgekommen, um sie zu bekämpfen und wollte außerdem ein paar signierte Fotos holen. Ich konnte es doch nicht zulassen, dass sie meine Fotos zerstören. Natürlich nicht. Ron und ich können ihnen dann nur zustimmen. So, jetzt haben Sie gesehen, wie man mit Wichteln fertig wird. In meinem nächsten Buch werde ich erwähnen, wie hilfsbereit Sie alle drei waren. So, jetzt aber ab mit Ihnen. Ganz toll. Ron Weasley gesellt sich zur Gruppe und Hermine gesellt sich zur Gruppe. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt unterwegs. Und natürlich werden wir noch das Klassenzimmer ein bisschen durchsuchen. Das war ja ein sehr effektiver Unterricht. Das hier ist wohl ein Drachenskelett, hm? Ich weiß es nicht. Was das hier ist, habe ich auch keine Ahnung. Noch kurz die Pulte durchsuchen. Das Blöde ist halt immer, ich weiß halt bei manchen Möbelstücken nicht, von welcher Seite man rangehen muss, um wirklich versteckte Gegenstände zu finden. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier hinten von der Bankseite her hin muss. Sicherheitshalber nochmal auf die Rückseite schauen. Ich meine, wir haben jetzt schon ein, zwei Sachen gefunden hier in diesem Raum. Da wird wohl nicht sehr viel mehr sein. Oh, ich kann da sogar nach oben gehen. Das ist übrigens nicht die Duellierbühne, falls ihr das denkt. Wir haben das ja schon auf dem Übersichtsplan gesehen. Die ist nämlich im Erdgeschoss, in der Nähe der großen Halle. Ja, mehr ist hier nicht zu holen. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Besuche Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, das haben wir gemacht. Mal gucken, vielleicht passiert was, wenn wir rausgehen. Tatsächlich. Professor McGonagall. Harry, Oliver Wood wartet auf dem Quidditch-Platsch, genau, auf dich. Heute ist Quidditch-Training. Mein Gott! Kann ich nicht mehr sprechen hier? Du hast alle entflohenen Wichtlein gefangen. Lauf schnell zum Sammlerverein, um dir deine neue Kartenkombination abzuholen. Ja, super. Ja, allerdings, unser nächstes Ziel ist das Quidditch-Training. Und anders als im ersten Teil kommen wir diesmal nicht ums Quidditch-Spielen herum. Da muss ich tatsächlich dran glauben. Es ist ganz nett gemacht. Ah, das Pokalzimmer, das können wir mal kurz untersuchen. Ja. Es ist ganz nett gemacht mit dem Quidditch, muss ich sagen. Für ein Gameboy-Spiel auf jeden Fall. Was nicht behauptet, oder weswegen ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich es kann. Ich finde die Idee und die Umsetzung ganz schön. Aber schön heißt ja nicht, dass ich es beherrsche. Wo geht es denn hier hin? Ich war hier jetzt in meinem privaten Durchgang noch gar nicht in diesem Gang. Irgendwas wird es doch hier bestimmt noch geben. Vielleicht ein Geheimgang? Ich kann da gar nicht näher ran an diese Statue, okay. Ein Wiederbelebungstrank. Okay, dann hat sich's tatsächlich gelohnt, denn wie gesagt, die sind ziemlich selten. Oh. Gleich zwei neue Gegner. Eine grüne Riesenspinne und eine goldene Rüstung, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber wir sind ja auch zu dritt. Und jetzt sehen wir auch gleich, dass Hermine hier als Angriff. Ron hat ja Krätze als Sonderfunktion. Wir haben die Karten und Hermine hat die Moralpredigt. Du solltest es besser wissen, Zauberstabtechniken, und sei vorsichtig. Ich habe den Eindruck, dass Zauberstabtechniken gar nicht so schlecht ist. Das zaubern wir mal auf Ron. Weil es tatsächlich, glaube ich, die Zauber verstärkt. Und Harry kann ja nach wie vor Informus. Der soll sich jetzt erstmal schlau machen über unsere Gegner. Die Moralpredigt ist ähnlich wie bei Krätze nur einmal pro Kampf verfügbar. Deshalb habe ich das jetzt auch auf Ron gezaubert, weil ich weiß, dass er jetzt gleich mehr zaubern muss, während Harry sich ja noch informiert. Gucken wir mal eben, die Spinne ist resistent gegen Flipendo und verwundbar durch Incendio. Das trifft sich ganz gut.
Denn Incendio haben wir ja gerade erst gelernt. Ja, doch, das hat sich gelohnt. Jetzt würde ich ja eigentlich gerne erstmal Harry zaubern lassen, aber okay. Das ist halt ein bisschen schade. Ich kann die Charaktere im Kampf in der Reihenfolge nicht wechseln. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich lasse jetzt erst Harry den Analysezauber oder Informus-Zauber ausüben, bevor Hermine zuschlägt, sondern ich muss sie tatsächlich der Reihenfolge nach abhandeln. Ja. Resistent gegen Vermilius und Incendio. Den Rest können wir verwenden. Okay. Dann machen wir das mal. Dann nehmen wir den hier mal. Hermine ist natürlich in Sachen Flipendo noch auf der untersten Stufe. Ja, und Harry will da irgendwie nicht weiterleveln. Komischerweise, also auf Stufe 2 ist er ja relativ zügig gekommen, auch bei Vermilius. Aber danach geht's halt irgendwie nicht weiter. Immerhin ist es so, dass Ron schon Flipendo Tria beherrscht. Also wir haben diesen Flächenzauber im schlimmsten Fall. Aber da wir Ron nicht immer dabei haben, wäre es mir schon ganz recht gewesen, wenn Harry den auch hätte. Und Hermine hatte einen Level-Up und hat eine neue Moralpredigt gelernt. Und jetzt können wir mal kurz gucken bei Hermine. Die ist Level 24. Und natürlich können wir Hermine auch noch ausrüsten. Das habe ich ganz vergessen. Okay, ich habe kein Kopftuch mehr, aber zumindest den Quidditch... Nee, den Quidditch-Helm kann sie nicht. Okay, dann müsste ich Ron den Quidditch-Helm geben. Kann sie denn eine... Kann sie nicht. Sie kann keine Frottee-Bekleidung tragen. Aber eine Kutte. Okay. Ich habe aber keinen Gürtel mehr. Keine Schuhe, keine Handschuhe. Und wie gesagt, den Quidditch-Helm. Dann machen wir das mal so. Dann geben wir Ron den Quidditch-Helm. Und Hermine das Kopftuch. Damit sie wenigstens ein bisschen was anhat. Wir könnten jetzt natürlich noch schnell Klamotten für Hermine shoppen gehen, aber ich glaube, wir kommen momentan ganz gut zurecht so. Das machen wir dann bei nächster Gelegenheit, wenn wir wieder mal im fünften Stock sind. Neben im siebten, Entschuldigung. Da ist wieder Jörg Dräger. Alex sagt immer, der sieht aus wie Jörg Dräger. Ich muss zugeben, er hat recht. Auch wenn mir das selber jetzt nie so aufgefallen wäre. Ich suche gerade den Treppenabgang, Entschuldigung. So. Das Quidditch-Training ist ja natürlich draußen auf den Ländereien. Allerdings nicht dort, wo unsere erste Besenflugstunde im ersten Teil stattgefunden hat, sondern tatsächlich im Quidditch-Stadion. Ich hoffe doch sehr, dass wir das in dieser Folge noch hinkriegen. Es ist nicht sehr aufwendig und vor allem ist es nicht sehr langwierig. Diese ganzen Minispiele, so wie jetzt gerade auch... das Einfangen der Wichtel geht ja immer sehr, sehr schnell. Auch damals zum Beispiel der Gnomenweitwurf, genau, nicht Trolle, ein Trollweitwurf, genau. Also diese ganzen kurzen Aufgaben, die sind wirklich kurz und ich glaube, man kann da auch gar nicht groß scheitern. So, wir sind jetzt im Quidditch-Stadion. Da konnten wir im ersten Teil nie rein, da sind wir immer nur drum rumgelaufen. Und wir treffen hier Oliver Wood. Schön, Gryffindors Sucher wieder zu sehen. Bist du bereit für eine kleine Quidditch-Wiederholungsstunde? Nun, ich denke schon. Erste Frage, wo wird Quidditch gespielt? Auf dem Quidditch-Platz unter freiem Himmel. Alle reiten auf Besen. Richtig, und was ist der goldene Schnatz? Ein kleiner, schneller Ball, der ab und an im Spiel auftaucht. Richtig, und was ist die Aufgabe des Suchers? Der Sucher muss versuchen, den goldenen Schnatz zu fangen. Noch eine letzte Frage, was passiert, wenn der Sucher den goldenen Schnatz fängt? Wenn ein Sucher den goldenen Schnatz fängt, erhält sein Team 150 Punkte und das Spiel ist vorbei. Alles richtig. Gut gemacht, Harry. Wie wäre es mit ein bisschen Flugtraining? Fliege mit dem Besen übers Spielfeld und versuche, den fliegenden gelben Ball, den goldenen Schnatz, zu fangen. Schnappst du ihn vor dem gegnerischen Sucher, hat deine Mannschaft gewonnen.
Aber das ist nicht so einfach. Es gibt drei magische Bälle, Klatscher und andere Spieler, Treiber. Übrigens gibt es normalerweise nur zwei Klatscher, aber egal. Die dich vom Besen hauen wollen. Lenke den Besen mit dem Steuerkreuz oben, unten, links, rechts. Drückst du den A-Knopf, wird der Geschwindigkeitsschub aktiviert. Bist du in der Nähe des goldenen Schnatzes, drücke den B-Knopf, um ihn zu fangen und so das Spiel zu gewinnen. Am gelben Punkt auf dem Radar unten im Bildschirm kannst du jederzeit sehen, wo sich der goldene Schnatz befindet, auch wenn er auf dem Hauptbildschirm nicht mehr zu sehen ist. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir sehen hier unten den goldenen Schnatz und wir sind der rote Punkt, der jetzt gerade auf den Schnatz zufliegt und da ist er auch schon gefangen. Ich habe jetzt eigentlich nur unten auf das Radar geachtet und überhaupt nicht auf die Klatsche. Für dein erstes Training in diesem Jahr war das gar nicht schlecht. Wir sehen uns bald wieder, Harry. Ja. Sehr schön, das ging wirklich schnell. Macht, dass ihr wegkommt. Ich habe das Feld für Gryffindor gebucht. Slytherins haben keinen Zutritt. Tja, Pech für euch. Ich habe eine von Professor Snape persönlich unterzeichnete Erlaubnis. Wir müssen unseren neuen Sucher ausbilden. Und wer soll das sein, Malfoy? Ich natürlich. Ich muss doch meinen neuen Nimbus 2001 ausprobieren. Das ist das allerneueste Modell, der schnellste Besen überhaupt. Mein Vater war so großzügig, unsere ganze Mannschaft damit auszurüsten. Hm, schon klar, ne? Warum trainiert ihr nicht? Ey, was macht der denn hier? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wie findest du unsere Besen? Sieh sie dir gut an, denn beim nächsten Mal wirst du sie nur noch als Streifen am Horizont erkennen können. Harry ist unser Sucher, weil er ein Talent hat. Oder weil er Talent hat. Er musste sich jedenfalls nicht in das Team einkaufen. Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut? Schlammblut? Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Ja, allerdings ist ja Rons Zauberstab nicht so ganz fit und der Zauber ist nach hinten losgegangen. Ron, bist du okay? Ja, ich sehe jetzt gar keine Veränderung, ne? Bäh. Oh, er spuckt Schnecken. Ist dir dein Frühstück nicht bekommen, Weasley? Mhm. Wir bringen ihn besser zu Hagrid. Er kann sicher etwas dagegen tun. Ja, das ist schon peinlich, ne? Du hast das erste Quidditch-Training des Schuljahres abgeschlossen. Geh zum Sammelverein und hol dir eine neue Kartenkombination. Ja. Ja, jetzt haben wir einen etwas angematschten Ron im Gepäck und müssen ihn zu Hagrid bringen. Gott sei Dank ist das ja nicht weit. Man sollte halt nicht unbedingt seinen Gegner verfluchen, wenn der eigene Zauberstab im Eimer ist. Ich muss gerade mal gucken. Muss ich jetzt hier nach oben oder nach links? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung... Also, das heißt, die Orientierung verloren. Ich weiß prinzipiell, wo Hagrids Hütte ist. Ah, okay. Ich hätte da gerade eben tatsächlich einfach nur nach links gemusst. So. Natürlich ist sehr relevant, was der Malfoy eigentlich gesagt hat. Nämlich, er hat Hermine Schlammblut genannt. Und das sollte man sich natürlich merken, wenn man die Geschichte ein bisschen mitverfolgen möchte. Hagrid, wir brauchen deine Hilfe. Ron ist krank. Oh nein, was hat der Junge gegessen? Sein Zauber ist nach hinten losgegangen. Mir ist mal was Ähnliches passiert, aber da kamen Sardinen aus meiner Nase. Ehrlich gesagt, hätte ich lieber Sardinen aus der Nase als Schnecken aus dem Mund. Aber gut. Bitte, wie können wir das abstellen? Das ist der blanke Horror. Haben die Leute bei den Sardinen auch gesagt. Bäh. Bei Schnecken empfehle ich Sirupbonbons. Da hauen die Viecher in ein paar Minütchen ab. Hast du welche? Nee, aber die Zutaten sind im Garten. Geh sie holen, dann mache ich Bonbons. Hier die Liste. Mhm, wir bekommen eine Zutatenliste. Das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil sowas. Wirfst du ein Auge auf Ron, während wir die Zutaten holen? Mache ich. Hol wohl besser einen Eimer. Ja, Ron verlässt die Gruppe. Wir sind mit Hermine alleine unterwegs und dürfen jetzt Hagrids Garten durchsuchen. Jetzt ist der Garten aber nicht gleichbedeutend mit den Ländereien, sondern es ist ein eigener Bereich, in dem wir noch gar nicht waren. Der befindet sich nämlich hier. Und es ist wieder ein kleines Labyrinth. Das ist Hagrids Garten. Lass uns vorsichtig sein. Man kann nie wissen, was hier so alles wächst oder einen anspringt. Und man muss tatsächlich hier in diesen Heckenlöchern nach den Zutaten gucken. Wir haben hier Kakaobohnen gefunden,
Aber wir wissen ja noch gar nicht, was wir überhaupt brauchen. Deshalb gucken wir mal kurz in unsere Liste. Die Zutatenliste, da ist sie. Wir brauchen Kakaobohnen, die haben wir. Gamander, keine Ahnung, was das ist. Tentakulasaft, Baldrian und Jesuitentee. Warum auch immer. Eine Angriffskombi. Also es gibt hier nicht nur Zutaten zu finden, sondern eben auch noch andere Belohnungen. Und es gibt auch Löcher, in denen gar nichts drin ist. Hier ist Baldrian und ein Gegner. Ein Huhn oder ein Hahn. Wie man es nimmt. Wir halten erstmal eine Moralpredigt. Sei etwas vorsichtiger. Ich habe keine Ahnung. Es schützt uns wahrscheinlich ein bisschen. Es gibt auch nur diese vier Moralpredigten. Also Hermine hat tatsächlich schon alles gelernt in der Hinsicht. Vielleicht schützt es uns ja wirklich. Mal gucken, was dieser Hahn für Stärken und Schwächen hat. Verwundbar durch Incendio. Okay. Ich nehme ja immer gerne Zauber, die wir noch leveln können. Die machen aber echt ordentlich Schaden, ne? 46 war das gerade. Man kann übrigens auch später jederzeit hier in den Garten kommen, um zu leveln. Und wir sehen einen Endgegner. Oder einen Bossgegner. Endgegner ist es ja nicht. Und geil. Der uns gleich mal ein bisschen fertig macht. Nämlich Harry betäubt. Und somit kann Harry jetzt keinen Informus-Zauber benutzen. Ob der Informus-Zauber überhaupt Sinn macht, das sehen wir, wenn wir hier das aufrufen. Und wir sehen hier unten. Die Venemosa Tentacula. Also sie erscheint hier tatsächlich im Folio Bruti und somit macht der Zauber durchaus Sinn. So. Normalerweise sollte sie auch gegen Incendio anfällig sein. Nein, Vermilius ist es. Okay, dann ist das das Mittel der Wahl. Wir können eine Moralpredigt halten. Ich verzichte da jetzt mal eben drauf. Weil ich glaube, dass wir anderweitig jetzt schneller Schaden machen. Ja, geht so, ne? Vielleicht wäre Zauberstabtechniken gar nicht mal schlecht, weil das mehr Schaden macht. Können wir ja mal eben... Schön, wie sie da so vor sich hin sabbelt im Kampf. Ja, wir haben jetzt Harrys Zauber verstärkt. Allerdings ist Harry noch betäubt. Jetzt ist Hermine auch betäubt. Aber es ist ja immer nur kurzzeitig. Da passiert also nicht viel. Ja, doch, es macht tatsächlich mehr Schaden. Es ist halt schade, dass man halt diese Technik auch nur einmal im Kampf anwenden kann. Für einen Charakter, der dann eben entsprechend stärker ist. Sollte man sich aber vielleicht dann für einen möglichen Endkampf mal merken, diese Moralpredigt. Und wir bekommen Tentakulasaft. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon relativ gut im Fortschritt. Halt. Gamander und Jesuitentee. Okay. Also hier oben waren wir jetzt. Waren wir da auch schon? Ja. Dann muss ich jetzt mal nach einem alternativen Weg suchen. Das ging jetzt sehr schnell. Aber ich glaube, das war der Jesuitentee. Entschuldigung, ich muss da jetzt gerade eben nochmal gucken. Es war der Jesuitentee. Gamander fehlt noch. Ich habe keine Ahnung. Wird wohl in irgendeinem dieser Löcher sein. Ich weiß jetzt nur nicht in welchem. Vielleicht hier. Ich glaube, da war ich auch schon, ne? Ne, da war's. Gamander. Dann haben wir tatsächlich alles. Das ging relativ zügig. Jetzt müssen wir nur zu Hagrid zurück. Dann schaffen wir es noch in dieser Folge, Ron zu heilen. Hoffe ich jedenfalls. Schön, da seid ihr ja wieder. Alles gefunden. Ja, hier ist alles, Hagrid.
Ein paar Sekündchen, dann sind die Dinger fertig. Bäh. Halt durch, Ron. So, hier kommen die Sirup-Bonbons. Hoffe, du kriegst sie runter, Ron. Ja, geht ihm auch schon gleich besser. Danke, Hagrid, das hat geklappt, Ron. Du siehst aus, als könntest du etwas Ruhe vertragen. Wir bringen dich besser nach Gryffindor zurück. So, wir sind wieder zu dritt. Aber wenn wir schon mal da sind... Oh, Moment. Du hast geholfen, Ron von seinem Fluch zu befreien. Du kannst dir im Sammelverein eine neue Kartenkombination abholen. Aber wenn wir schon mal da sind, durchsuchen wir noch ganz, ganz schnell die Hütte. Und wir bekommen noch einen Wiederbelebungstrank. Ach ja, wir haben ja die Babyspinne, genau. Ich habe ja eine seltene Spinne und ich dachte, du würdest sie vielleicht gerne haben. Hm, kann ich sie mal sehen? Sicher. Oh, die ist wirklich selten und auch sehr hübsch, wie groß sie wohl wird. Du kannst sie haben, wenn du willst. Ja, bin ich froh, dass wir die los sind. Hier, ich gebe dir dafür dieses Spinnenhalsband. Hab hier kein Wesen mehr, dem es passen könnte. Ist gerade mal groß genug für eine Katze. Was wollen wir denn jetzt mit einem Stachelhalsband? Das ist mein völliges Rätsel gerade. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Geheimmission oder so. Ich habe keine Ahnung. Groß genug für eine Katze deutet natürlich auf Mrs. Norris hin, aber ich verstehe das gerade nicht. Ich hoffe, dass wir dieses Geheimnis noch lösen werden. Aber in der nächsten Folge begeben wir uns jetzt erstmal zum Gryffindor-Schlafsaal zurück und gucken, was da vielleicht noch passiert. Und ja, da haben wir doch ein bisschen was erreicht in dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.